ganz liebe Grüße aus Nürnberg hier vor der Kirche St. Jakob. Wir waren hier gerade und haben hier Bilder gemacht. Und die Türen, ihr seht hinter mir, stehen weit offen. Und nicht nur die Türen stehen weit offen, sondern hier gibt es auch noch ein Schild. Ich will euch das mal kurz zeigen. Hier gibt es auch noch ein Schild, Kirche geöffnet. Und für mich war das so ein Anlass, mal drüber nachzudenken, wann lohnt es sich eigentlich, dass eine Kirche geöffnet ist? Wann ist es gut, dass ich so das Gefühl habe, Mensch, da gehe ich gerne rein? Oder wann gehe ich auch in die Kirche und drehe sofort wieder rum und gehe raus und denke mir, oh nee, das brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt, ist überhaupt nicht mein Ding, ich gehe wieder. Mich würde es interessieren, was das bei euch ist. Wann ihr gerne reingeht, was da drin auf alle Fälle sein sollte und was vielleicht auch so ist, dass ihr sagt, oh nee, das darf da aber auf gar keinen Fall sein. Vielleicht habt ihr Lust, mir das zu schreiben, in den Kommentaren, auf Facebook, auf Instagram, per E-Mail oder mir irgendwie zu sagen, wo ihr mich seht oder wie auch immer. Mich würde es echt interessieren. Wann lohnt es sich, dass Kirchentüren offen sind und was sollte da dahinter sein für euch? Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit, viel offene Türen, sowohl Kirchentüren als auch andere Türen. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr wisst, das sind offene Türen, durch die ihr auch durchgehen könnt. Gesegnete Zeit euch, bis bald dann. Ciao.